So, eben hat man noch aufgehört mit dem Video und schon fängt das nächste an. Wir sind stehen geblieben bei den drei Wänden, die ich euch letztens gezeigt habe im letzten Video. Und hier ist auch die By-Test-Wall weiterhin der Button. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr eigentlich so einen Dropper bauen könnt. Also, man kann natürlich vieles bauen, selber bauen, und das will ich euch heute mal zeigen, wie dies funktioniert. Wir bauen jetzt nicht in Zedinovs Tycoon Kit, wir bauen ganz normal in der Workspace, weil das ein bisschen einfacher ist. Wir erstellen uns jetzt einen Part und diesen Part packen wir uns jetzt hier bei Models, hauen uns hier den Haken rein. Das ist theoretisch wie bei dem Plugin, bei dem Building Tool, dass man hier die Inch einstellen kann, wie groß sie sein soll. Und das hier ist eigentlich genau dasselbe. Wir arbeiten jetzt mit einem Inch und, ups, war ein bisschen schon wieder ein bisschen zu. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich schon mal neu geöffnet? Ja, moin, brauchen wir nicht. Schließ dich, bitte. Schneller, danke. Danke. So, wir gehen nochmal auf, einmal zurück und wir arbeiten jetzt nur mit dem Tool. So. Hier ist die Scale, wie man sieht. Und wir ziehen uns das einmal nach hier und noch einmal. Dann haben wir ein schönes Viereck, wie man sieht. Also die Seiten bestehen aus 2 Inches. 1, 2, 1, 2, so gesagt. Also 1, 2, 3 jetzt. Gut, wenn wir das haben, dann kann man auch perfekt hier noch was einstellen. Ich mache jetzt mal Smooth Plastic. Bei Smooth Plastic muss ich sagen, also mir wurde das damals empfohlen und es sieht mega gut aus. Also es hat wirklich eine glatte Oberfläche. Man kann natürlich so arbeiten, wie man will. Man kann auch hier Eis machen, man kann Gras machen, man kann alles hier einstellen. So, in meinem Fall reicht aber Smooth Plastic aus und irgendwas hängt hier schon wieder unter meiner Maus. So, jetzt kann ich perfekt arbeiten. So, wir bleiben bei Smooth Plastic stehen und ja, wir haben jetzt einen Block hier stehen und ankern den noch. Wie im letzten Video schon gesagt, immer schön ankern die Sachen. Und ja, jetzt packen wir uns das, diesen Part, und kopieren den einmal. STLGD wie immer und packen den einmal hier oben drauf. Jetzt gefällt mir das zum Beispiel nicht, dass er genau gleich dick ist. Deswegen machen wir 0,5, geben das oben bei Move ein und drücken einmal auf Enter und machen den einmal niedriger. Niedriger. So. Kopieren uns nochmal den Part von unten und packen den nochmal oben drauf. So. Jetzt haben wir das eigentlich schon schön. Das sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Ja, doch, das kann man theoretisch so lassen. So, jetzt packen wir uns. Ja, wie man jetzt auch sieht, das wollte ich nochmal ansprechen. Wie man jetzt auch sieht, kann man hier perfekt arbeiten ohne das Tool, weil die Sachen im Workspace drin sind. Würde ich diese drei Parts jetzt in eine Group stecken, so, dann habe ich wieder das Problem. Ich kann die einzelnen Sachen nicht anklicken. Da müsste ich jetzt wieder aufs Plugin wechseln und müsste hier einzelne Parts anklicken. So. Da wir die Sachen aber nicht in der Group haben wollen, sondern erstmal so, um das ein bisschen schöner zu bearbeiten, bleibt das erstmal so. Okay, so, ich finde geil, wenn das da unten Neon wäre, dann gehe ich hier drauf und wähle zum Beispiel Neon aus. Wie man sieht schon stark aus. Also bei euch wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo waren denn nochmal die Settings? Ah, das machen wir demnächst. Ja, aber hier unten stehen die Settings. Der Studio von Anfang an ist eigentlich recht, ich sag mal so, low eingestellt. Ich glaube, das war sogar. War das hier? Ja, ich glaube hier. Ist das das? Ich glaube ja. War das das? Ich glaube, das ist das sogar. Warte mal, wenn ich das auf 1 stelle. Nee. Vielleicht bleiben wir auf 75. Ja, da sollte man nicht so viel rumstellen. Ja, danke schön. So, Game Options. Rendering, glaube ich, war das. Ah, ja. Quality Level. Müsste bei euch ungefähr, glaube ich, auf 3 stehen. Ich gehe auch nochmal auf 3 oder 2. Ja, so ungefähr müsste das bei euch aussehen. Deswegen geht ihr auf Rendering und dann stellt ihr das mal schön hoch auf 21.
Und dann habt ihr keine Probleme mehr. Dann sieht alles schön aus. Nein, ich will aber jetzt nicht neu starten. Dankeschön. So, jetzt machen wir mal weiter im Tutorial, wie es richtig funktionieren soll. So, wir packen uns nochmal ein Part, den obersten, setzen den wieder nach oben. Und diesen machen wir jetzt ein bisschen kleiner. Heißt, wir gehen jetzt mal mit, ja, 0,5 Inches ist vollkommen okay. Gehen wir ein bisschen nach rechts rüber. Machen uns davon nochmal eine Kopie. Setzen den wieder nach oben. Machen den wieder ein Stückchen kleiner. Und setzen den wieder in Neon. Man kann das natürlich machen, wie man will. Also es muss nicht unbedingt Neon sein, aber ich finde Neon schon ziemlich geil. Vor allem in Roblox sieht es mega gut aus. So, und dann gehe ich wieder auf Smooth Plastic. Das ist jetzt eine vereinfachte Version für einen Dropper, ne? Das will ich nur schon mal gesagt haben. Wir gehen noch einmal in der Scale nach oben um 0,5. So, müsste jetzt ungefähr so die Höhe sein, wie der Dropper perfekt eigentlich platziert wäre. Wir gehen aber noch eins nach oben. So. Wir können den natürlich auch ein bisschen anwinkeln, Rotation. Ich weiß nicht, auf was Standard nochmal die Rotation war. Ich glaube auf 30 oder auf 36, irgendwie sowas. Ich habe es auf 5 stehen, weil da kann man perfekt mitarbeiten, wie man sieht. Also da kann man wirklich sehr präzise mitarbeiten dann. Und wenn man zum Beispiel jetzt in dem Fall ganz anders arbeiten möchte, sondern noch smoother, einfach den Haken rausmachen und dann kann man wirklich in 0,000 Stellen arbeiten, ist aber für das Tutorial jetzt eher irrelevant. So, ich probiere es mal aus, irgendwie jetzt hier so den Dropper zu machen. Man kann auch kostenlos Dropper finden, indem man hier oben auf Marketplace geht und gibt man hier mal Dropper ein. Und schon sieht man hier verschiedene Dropper, die Leute gebaut haben und dann online gestellt haben. Die kann man sich natürlich auch nehmen, aber ich sage immer, das Schönste an sowas ist es selbst zu bauen. So. Erstmal beispielsweise, ich lasse es mal so, mache mir davon nochmal eine Kopie. Also wir kopieren heute sehr viel. Mach das jetzt so zum Beispiel. Pack mir den so hin, dass es perfekt aussieht. Kriegen wir wahrscheinlich gar nicht hin. Jetzt müsste ich das Move-Tool, also hier oben Move, einmal den Haken rausmachen. Und dann ein bisschen smoother arbeiten. Das Problem ist, man sieht's, es guckt immer irgendwas raus. Jetzt kommen wir zu dem Punkt schon, den ich eigentlich noch gar nicht ansprechen wollte, aber der jetzt perfekt zu diesem Tutorial passt. Wir ziehen uns einfach einen Block hier hin, machen den ein Stückchen breiter. So. Drehen den noch ein bisschen. So. Ja, doch, das sieht schon gut aus. Und fürs Tutorial sollte es auch reichen. Gehen ein bisschen nach unten, so ungefähr. Das dürfte reichen und produzieren jetzt so gesagt ein Negativ. Heißt, wir drücken einmal auf Negativ oben drauf, dass es so gesagt durchsichtig ist. Dann wählen wir uns jetzt die Parts aus, die wir eben hier hingepflanzt haben, die aber nicht perfekt aussehen und drücken dann hier oben auf Union. Also auswählen, oben Negativ. STRG gedrückt halten, Control und dann hier unten noch die Parts extra auswählen. Einfach nur linke Maustaste drauf drücken, fertig. Und dann gehen wir auf Union. Bumm, man sieht, haben wir oben eine perfekte glatte Kante. Wir haben so gesagt ein Union erstellt. Das Problem ist natürlich beim Union, es bleibt ein Union. Man kann es nicht mehr abwählen. Also man kann nicht mehr den einzelnen Part nehmen, so gesagt. Also ich kann ja alles probieren. Es ist so gesagt ein neuer Part entstanden. So. Jetzt gucken wir nochmal nach. Hier sind wir bei. Ja, ist alles geankert. Ist perfekt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn man eine Union umfärben möchte, sieht man. Oh nein, ich kann es nicht umfärben. Doch, kannst du. Du musst einfach nur runterscrollen und dann hier unten Use Part Color nehmen. Und man sieht, es ist rot. So. Jetzt machen wir noch eine Sache. Wir kopieren uns noch einmal ein Part. Das müsst ihr natürlich nicht so machen, wie ich es jetzt mache. Das ist jetzt nur just for fun und einfach so als kleines Tutorial. Und ich mache hier mal wieder an, dass ich in kleinen Schritten move. So, ein bisschen kleiner machen. Wieder Move ausmachen. Schön smooth runtergehen.
Und ich denke mal, so reicht das. Ja, doch, doch, das ist ein Dropper, das erkennt man doch. Kennt man sofort. So, die ganzen Sachen. Union auch nicht vergessen auszuwählen. So, okay, jetzt muss ich wieder die Baseplate abwählen. Jetzt haben wir alle Sachen ausgewählt. So sieht der Dropper jetzt aus. Drücken rechte Maustaste, gehen auf Group. Jetzt müssen wir nämlich groupen und geben Mine ein. Also mein so wie in dem anderen. Obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Quatsch, brauchen wir gar nicht. Wir können es einfach Model weiterhin einbehalten, den Namen. Wir gehen auf Sedinovs Tycoon Kit. Ich cutte mir das einmal raus. Also einmal rauscutten. Gehen hier unten auf die Mine. Upsa. Öffnen die. Und dann findet man schon hier Model. Einfach auslöschen. Braucht man nicht mehr. Rechte Maustaste auf Mine und Paste into. Jetzt ziehen wir uns das perfekt hier vorne hin. So. Das sieht schon mal gut aus. Den Klicker, den packen wir uns. Wo packen wir uns den hin? Hier hin. So, in dem Bereich. So. Werden diesen Klicker jetzt auch noch in Smooth Plastic machen. So. Sieht dann ein bisschen schöner aus. Wir können den Klicker natürlich auch rot machen, aber das würde, glaube ich, jetzt. Naja, man muss ja sehen, dass er klickbar ist. So. Jetzt gehen wir auf Drop. Drop ist ganz wichtig. Der sollte schön mittig sein. Ja, doch, doch, das geht. So, mittig sein. Und was man jetzt noch machen könnte, wenn man was anderes geplant hat, zum Beispiel ein bisschen größer werden oder so aus dem Drop. Wir scalen uns den jetzt so, wie wir den gerne haben wollen. Setzen den so rein, dass der ein bisschen nur reinguckt, nicht zu viel. Jetzt finden wir hier unten eine Size. Die kopieren wir uns raus, gehen in den Dropper-Script rein und finden wir hier eine Vector-Size. Also hier die Part-Size, nicht Vector-Size, Part-Size. Und pasten das einfach rein. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal ganz kurz zum Komma zurückzuspringen und das war's. Jetzt probieren wir noch das ganze Ding aus und es sollte funktionieren. So, ich gehe mal auf Home, drücke auf Play. So, wir claimen uns das jetzt und wie man sieht, erscheint jetzt die Mine. Die tolle, die wir gerade gebaut haben. Und wenn wir jetzt auf den Button drücken, sieht man, was da für dicke Klötze rauskommen. So, im nächsten Tutorial, das spreche ich jetzt schon mal an, werde ich euch zeigen, wie ihr eigentlich das Material hier drin verändern könnt. Also man kann die Parts, es gab ja hier diese Materializer und den Colorizer. Man kann dies aber auch einfach mit dem Script machen. Da muss ich mich schon mal bedanken beim Anton, der das mal gescriptet hatte für mich. Und es ist nicht mein Script. Wie kann man das so sagen? Es ist nicht mein Script. Aber ich denke mal, er wird nichts dagegen haben, wenn ich es auch frei zur Verfügung stelle. Aber da frage ich ihn vorher, bevor ich das mache. Gut, das war's dann von diesem Tutorial. Und ich würde sagen, man hört sich beim nächsten Tutorial. Warum? Achso, ich muss ja erst Geld abholen. Stimmt. Död, död. Und dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel den nächsten Dropper kaufen. Und dann wird der nächste freigeschaltet, wie man sieht. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Tutorial. Bis dann, euer Xerox. Ciao, ciao.